Für die Leute, die jetzt noch da sind, Creative hat mich ja jetzt schon länger deswegen traktiert und es ist jetzt endlich soweit. Papa ist mit der Milch wiedergekommen. Das heißt, wir spielen gleich Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Bad of Milk Inside a Bag of Milk, so rum. Und ja, das Spiel hat als Tag psychologischer Horror. Es ist wohl ziemlich kurz, so 15, 20 Minuten. Und es könnte bedeuten, dass ich danach eine Therapie brauche. Aber das sehen wir gleich. Fun will now commence. Not gonna lie, ich bin mir nicht so sicher, dass der Spaß jetzt losgehen wird. Ich habe das Gefühl, das werde ich bereuen. What? Oh je, die Musik klingt schon. Help me by milk, warte. Okay, also ich kann in den Fullscreen-Modus schalten. Möchte ich das? Ich glaube nicht, dass ich in den Fullscreen-Modus schalten möchte, to be honest. Ich glaube, die Audio-Lautstärke möchte ich auch eher runterstellen. Warte. Will ich dem Spiel meinen Namen verraten? So, pass auf. Ich gehe ein bisschen in den Pussy-Modus. Wir machen Lautstärke mal ein bisschen runter. Ich gehe die Straße hinunter auf dem Weg zum Geschäft und übe meine Rede. Ja, also, okay, wir haben ja schon mal Sozialangst. Das ist so lange her, seit ich das Haus verlassen habe. Und ich habe komplett vergessen, welche Worte ich sagen soll, wenn ich in ein Geschäft gehe. Ich gehe ins Geschäft! Also ich nehme an, ich... Moment, bin ich jemand, der sie anspricht? Oder bin ich ihre innere Stimme? Mit wem redest du? Oder halt dein Maul und geh rein. Stell mir vor, dass ich der Charakter in einem Spiel bin. Vielleicht hilft mir das, meine Gedanken zu sammeln. Oh je. Welchem Spiel? Nur du weißt schon. Es gibt Spiele, wo du die Gedanken eines Charakters sehen kannst. Direkt auf dem Bildschirm, weißt du? Also denke ich mir, jemand liest meine Gedanken und dann muss ich mich sehr konzentrieren, damit ich mich nicht zu sehr verrate. Dieses Spiel wird jetzt schon scary. Ich hole einmal tief Luft. Hallo, kann ich... Scheiße, ich hab vergessen. Wie lange geht das schon? Du hast nicht viel verpasst. 19. Versuch und ich scheitere schon wieder. Ich beiß mir auf die Lippe, weil ich so frustriert bin. Also nochmal. Hallo, kann ich... Hey, das ist ein ganzes Wort mehr. Das ist meine einzige Antwort. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Danke, ich versuche mein Bestes. Ich glaube, dieses Mal war da war das L-Geräusch ein bisschen zu lang. Glaubst du, das ist das Problem? Wer weiß? Oh. Ich wünschte, ich hätte nichts gesagt. Ich kann jetzt der innere Kritiker. Bin ich eine interne Stimme oder bin ich eine externe Stimme? Weil ich habe erst das Gefühl, ich bin eine interne Stimme. Also ich kann der innere Kritiker sein, der sie total fertig macht. Wenn ich recht habe, dann ahne ich, wohin das eine Ende schon mal hinläuft. Oder ich kann sie aufbauen. Du läufst übrigens schon seit einer ganzen Minute mit dem linken Fuß auf dem Asphalt und dem rechten Fuß auf dem Gras. Hm.
Mein rechter Fuß ist in der Luft eingefroren. Wie viel? Was? Hä? Oh, okay, jetzt gehen wir voll in Zwangsstörungsterritorium. 50 Schritte auf dem Asphalt und 51 auf dem Gras. Das geht natürlich gar nicht. Wir müssen den vorherigen Schritt müssen wir rückgängig machen. Wie soll ich das machen? Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Es, also wir sind, das geht schon sehr in die Richtung intrusive Gedanken. Ich erinnere mich nicht. Ich bin kurz davor, in Tränen auszubrechen. Ich habe das Gefühl, mir wird es gleich noch sehr viel schlimmer gehen. Und hier geht's wieder los. Also. Einen Schritt zurück machen. Und zwar genau wieder in den eigenen Fußabdruck. Warte mal kurz, was heißt denn Schritt 1? Aber es ist schon der 52. Oder warte, wenn ich rückwärts gehe, dann ist es der 50. Das ergibt keinen Sinn. Okay, Schritt 50. Einen Schritt zurück, wieder genau in deinen eigenen Fußabdruck. Kannst du es ein bisschen anders formulieren? Du kannst dich einfach einen Satz wiederholen, ohne wenigstens ein Wort zu ändern. Leute sprechen nicht so. Du bist hoffnungslos. Du lässt es so klingen, als wäre es meine Schuld. Das Geschäft schließt in einer Stunde, also... Du wirst sehr, sehr schuldig sein, wenn du keine Milch kaufst. Wir haben aber jetzt auch die ganze Zeit immer nur eine Wahl. Verdammt, wirklich, echt. Bist du bereit? Vorsicht, einen Schritt zurück und passe dabei auf, dass ich in das... sehe dabei achtsam in das dichte Gras. Während ich das Geschäft betrete... Während ich mich der ersten Person zu dich sehe. Hallo, kann ich... Oh. Entschuldigung. Sind wir jetzt hier bei, I don't work here, lady? Oh. Entschuldigung, was? Oh. Oh nein, 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 ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl, das mit den Augen, das ist doch überhaupt nicht creepy. Sind wir jetzt hier in einer Schleife? Das hättest du nicht tun sollen. Er wird offensichtlich nicht seine Antwort ändern. Du bist dabei in eine endlose Schleife zu laufen. Entschuldige, was? Oh! Entschuldige, was? Oh! Was versucht er dir zu sagen? Er versucht mir Angst zu machen, aber er weiß nicht, dass er... Aber woher weiß er, dass ich so große Angst vor dem Letter, vor dem Buchstaben O habe? Was ist daran so gruselig? Ich habe einen, bedrohliches Bild im Kopf, wenn ich es mir in meinem Kopf vorstelle. Oh nein. Ich kann es dir zeigen. Okay, okay. Okay. Das O ist also die Leere. Ich werde einfach seine Frage weiter ignorieren. Ich sammle all meine Willenskraft in eine Faust. Oh, oh nein. Das endet nicht gut. Was? Interlocutor? Was? Das ist jetzt gerade ein Fremdwort für mich. Auf jeden Fall ist er weggekrochen. Du hast es einfach nach ihm wiederholt. Und das funktioniert. Tu es öfter. Das
jeden Fall gab es eins von den drei Achievements. Ist er wirklich weggekrochen? Ich meine, ich habe nicht mal in seine Richtung geschaut. Wann genau hast du das gesagt? Gerade jetzt. Ich hab's nicht gehört. Versuchst nur mich abzulenken. Aber ich weiß, dass meine Worte auf dem Bildschirm gezeigt wurden. Ich stehe bei den Regalen. Auf dem Regal stehen Tüten voller Milch. Wir stehen beide und die Milch... Warte, wir stehen beide und die Milch liegt. Okay. Ja. Oder vielleicht... Langsam, weißt du, warum wir hier sind? Um Milch zu kaufen, genau. Also kauf sie. Genau hier. Ja, wo denn sonst? Ich nehme an, wie sollte es wie nicht hier? Nimm die Tasche und geh damit an die Kasse. Ich habe den ersten Satz erraten. Ich habe so eine Ahnung, wo es hinführt, wenn man sie die ganze Zeit disst. Das, was du in dem Spiel siehst, ist das, was ich in deinen Streams optisch mitbekomme. Oh? Und dann hätte es so, als hättest du trotz dieser Pause vor dem zweiten Satz vergessen. Willst du mich immer meiner kleinen Siege berauben? Was denkst du denn, was passiert, wenn du sie disst? Wahrscheinlich, dass sie sich selber abmurkst. Ich vermute mal, also ich, so wie ich den Charakter auf den Artworks gedeutet habe, vermute ich mal, dass sie weiblich ist. Ich seufze und nehme mir die Milch. Oder besser gesagt, die Schachtel mit der Milch drin. Oder besser gesagt, eine Tüte Milch in einer Tüte. Oder besser gesagt, eine Tüte Milch in einer Tüte Milch. Oder besser gesagt, eine Tüte Milch in einer Tüte Milch in einer Tüte Milch. Oder eher eine Tüte Milch in einer Tüte Milch in einer... Komm schon. 15 Minuten bevor der Shop zumacht. Ich erinnere mich, wie diese Spiele genannt werden. Visual Novels. Und übrigens, die Zahlen hier... Was? Die Zahlen hier werden komplett ausgeschrieben. Sind Visual Novels schlimmer als Bücher? Aber hier werden die Autoren nicht faul, also werden wir auch nicht faul. Was? Warte, ich dachte, nur deine Gedanken wären auf dem Bildschirm sichtbar. Jetzt nicht mehr, also pass auf, was du sagst. You get it at home again. Okay, das deutet natürlich schon mal darauf hin, dass da die Situation zu Hause auch nicht so günstig ist. Hallo, kann ich etwas Milch haben? Oh. Was bist du? Du hast sie schon. Ah. Gib. Ich packe eine schwere Tasche auf das Kassenband. Natürlich nicht nur die Tasche, sondern auch die Milch. Hi, kann ich sie bitte haben? Nein. Bitte. Nein. Aber bitte. Mama wird mich aus dem Fenster werfen, wenn ich ohne die Milch zurückkomme. Nein. Aber warum nicht? Gib mehr. Aber ich habe nichts anderes. Bezahl für die Milch. Sie hassen dich, du bist erbärmlich. Bezahl für die Milch. Was würde ich nur ohne dich tun? Oh. Wenn du es im First Try schaffst, dann solltest du bei sie am besten nochmal spielen und verlieren. Möchte ich das? Möchte ich mir das wirklich antun? Ich fühle mich jetzt schon nicht wohl. Ich nehme einen zerknüllten Geldschein aus meiner Tasche und gebe ihm den Kassierer.
Sie sieht ihn vorsichtig an. Es hat ungefähr 2 Tage gedauert, bevor er genickt hat und ihn in die Kasse gesteckt hat. Ihr passiert... Ja, mir ist egal, was ihr passiert. Um mich musst du dir Sorgen machen. Ich gehe an einer bekannten Straße an einer Tankstelle vorbei. Eine Tüte Milch zieht unangenehm an meiner Hand und erinnert mich an die Tage, in der ich in physischer Therapie war. Übrigens haben sie mir eine Tasche am Checkout gegeben, also habe ich jetzt die Tüte Milch in einer anderen Tüte. Ich werfe die ganze Zeit die Wörter durcheinander. Denk nicht so viel drüber nach, ich mag einfach nur die Pyramidenstruktur von verbalen Konstruktionen. Die Tankstelle kommt näher. Ja, eigentlich kommen wir der Tankstelle näher. Wie fühlst du dich? Danke für dein Interesse. Ich fühle mich... wie ein... Warte, was? Den Spruch habe ich auch noch nicht gehört. Wie eine einmeilenlange Stange Eiscreme. What? Was soll das heißen? Was will ich dir sagen? Aber ich bin wirklich interessiert. Sie, ja, also das Verhältnis von Wasser zu Milch im Volumen der Luft, die ich einnehme, ist ungefähr 30 zu 1. Und Eiscreme ist nicht das Beste, aber wenn du mehr als du trinken willst, als du essen möchtest, jedenfalls die Straße vom Geschäft zur Tankstelle ist ein Stock. Und die Straße von der Tankstelle nach Hause ist Eiscreme. Während des heutigen Spaziergangs hat mein Körper jeden Teil dieses Weges. Mein Körper ist an jedem Ort dieses Weges gewesen. Einfache Mathematik. What? Ich verstehe. Ich spüre Bewegung unter meinen Füßen. Asphaltkörner, mit Grains ist, glaube ich, eher hier dieses. Ja, die Asphalttextur, die ist ja nicht komplett gerade. Petrol ist ja hier in dem Fall Kraftstoff, Öl und so, ne? Ölflecken. Versuche mein Gleichgewicht zu behalten. Und wie schaffen es Leute, sich über etwas so Unebenes wie die Straße zu bewegen? Vorsichtig zähle ich in meinem Kopf jeden Meter des Weges, den ich gehe. Ich schließe sogar meine Augen für mehr Konzentration. Bitte lauf jetzt nicht vor ein Auto. Pass auf! Lauf bitte nicht vor ein Auto! Ich nehme unbewusst einen scharfen Schritt zur Seite und auf den gleichen Moment... Was? Im gleichen Moment zieht ein Bär an mir vorbei mit einem wilden Schrei. Ich laufe hier. I'm walking here. Was? Ich dachte, es läuft jetzt fast vor ein Auto und dann kommt einfach ein Bär. Ich werfe ein, reproachful ist ja eigentlich eher, was heißt, nicht versöhnlich, aber der persönlichen Blick an den, an sich schnell verziehenden, Riesen. Seine roten Augen sehen mich im Gegenzug spottend an. Hast du das gesehen? Wie dreist. Das war ein Laster. Oh, wirklich? Aber wenn du drüber nachdenkst, gibt es Bären mit Augen am Hinterkopf? Du hättest sterben können. Komm schon, willst du damit ernsthaft sagen, dass jemand ernsthaft ein unschuldiges Mädchen mit einer Tüte Milch töten will? Du bist krank? Die Welt ist ein grausamer und gefährlicher Ort. Das ist beides nicht wirklich hilfreich. Ich bin nicht in der Welt, über die du redest. Meine Reise geht weiter. Wenn du darüber nachdenkst,
hat der Weg vom Geschäft eine sehr interessante Eigenschaft. Sie passt sich mir in den bizarrsten Weisen an. Wenn ich es eilig habe, dann gehen alle Ampeln auf sehr hilfreiche Weise aus. Und wenn ich das Gefühl habe, ich heule gleich, dann erscheint eine Wolke über mir und es regnet, damit man meine Tränen nicht sehen kann. Jetzt gerade kann ich fühlen, wie sich eine Wolke direkt über meinem Kopf formiert. Ich bin traurig. Bist du dir sicher, dass das hier wirklich passiert? Was könnte es sonst sein? Nichts sagen oder ihr sagen, dass sie vielleicht mal drüber nachdenken können, ob das alles in ihrem Kopf ist. Ich habe das Gefühl, beides führt nicht zu dem Ergebnis, was wir wollen. Weißt du was? Was? Seit ich ein Charakter in einem Visual Novel bin, möchte ich mit der Person reden, die das hier gerade liest. Oh boy. Wenn du möchtest. Ich warte, was? Ich quetsche meinen Kopf in meinen Händen und platziere einen Gedankenblock. Im Augenwinkel sehe ich eine kleine Bank, der perfekte Ort für einen klischeehaften Visual Novel Monolog. Ich gehe näher ran, platziere meine Tüte Milch daneben und schaue in den Himmel. Oh. Hör zu. Ich bin ein wenig verlegen. Mir ist klar, dass ich verrückt werde. Diese Medikamente werden immer weniger effektiv, also letztendlich hoffe ich, dass es schmerzlos endet. Weißt du, worüber ich rede? Ja. Wirklich. Ich muss gar nicht wieder vorbildhafter Protagonist sein, oder? Um ehrlich zu sein, ich habe nicht viele Visual Novels gelesen. Manchmal bereue ich es, weil es mich jetzt sehr viel Anstrengung kostet, nur zwischen Buchstaben und Wörtern zu unterscheiden. Übrigens, wenn es nichts ausmacht, würde ich lieber nicht meine Diagnose nennen. Du sollst derjenige sein, der mich so sieht, wie ich bin. Auch wenn ich mir dich nur ausgedacht habe, nehme das nicht weg, okay? Bitte frag mich nicht nach zu viel. Wie dumm wirkt das alles? Von Anfang an bist du mir gefolgt, hast meine wahnhaften Gedanken gelesen, meine dummen Konversationen mitgehört. Ich muss verrückt und seltsam auf dich wirken. Wie ist es, die Welt durch meine Augen zu sehen? Seit etwas passiert ist, sehe ich immer nur rot. Rotes Blut überall. Mach dir keine Sorgen um mich, ich habe mich lange dran gewöhnt. Zugegebenermaßen habe ich sogar vergessen, wie andere Farben aussehen. Komm schon. Diese Monster aus dem Geschäft, die haben mir keine Angst gemacht. Immerhin wusste ich, dass sie mich nicht verletzen würden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie selbst etwas Angst vor mir haben. Kannst du dir das vorstellen? Falls du übrigens vorhattest, mich zu fragen, was passiert ist, bitte frag nicht. Ich mein's ernst. Ich konnte es nicht anders. Also ich habe Promise geschrieben, eigentlich in der Hoffnung, dass es das als Ja zählt.
Letztendlich rede ich immer mit mir selbst. Früher oder später hätte ich es selbst angesprochen. Also bist du wirklich daran interessiert, was mit mir passiert ist? Ich werde keine Zeit verschwenden. Was siehst du? Das sieht aus wie bei Sonic.exe. Also hier... keine Ahnung, holy shit, was soll man hier sehen? Ja, hydrieren ist eine gute Idee. Ist es wichtig, was ich hier schreibe? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, dass man jetzt sieht, was das sein soll. Ich meine, hier ist was. Hier ist was. Also das könnte eine Person sein, die sie auslacht. Könnte das eine Leiche sein? Jedenfalls, das ist mein Vater. Oder Teile von ihm zumindest. Wir haben eine sehr schwierige Familie. Aber trotz aller Probleme hätte ich nie gedacht. Okay, also... tut mir leid, ich hätte nicht meine Stimme heben sollen. Jedenfalls ist er aus dem Fenster gesprungen und gestorben. Das ist meine letzte Erinnerung an ihn. Nee, es ist meine letzte Erinnerung generell. Und dann eine große Lücke. Seltsam, sehr seltsam. Heute ist das erste Mal, dass ich in der Lage war, etwas in einem Geschäft zu kaufen, ohne einen großen Zwischenfall. Natürlich hat die Medizin mir geholfen, aber ich glaube, das ist mehr dein Verdienst. Ich habe immer wieder gedacht, wir dürfen das nicht vor dem Leser verkacken. Oder oh mein Gott, was wird er denken? Ich weiß nicht, warum ich entschieden habe, ein Visual Novel Charakter zu werden, nur um ins Geschäft gehen zu können, aber es hat offensichtlich funktioniert. Danke. Übrigens, es scheint mir so, als gäbe es ein paar Grenzen in unserer Kommunikation. So gefällt mir das. Und trotzdem war ich in letzter Zeit so traurig. Ich habe eher mehr darüber nachgedacht, was aus meinem Leben geworden ist, seit mein Vater... Naja, du weißt schon. Tag für Tag ist es das Gleiche. Ich habe so viele Medikamente ausprobiert, dass ich kaum noch den Unterschied zwischen ihnen spüre. Solange sie mich auf meinen Füßen halten, bin ich glücklich. Aber weißt du was? Heute ist ein besonderer Tag, weil ich dich habe. What? Ich hab nichts gemacht. Moment. Hä? Das ist, was ich sage. Warum darf ich nichts anderes sagen? Oh nein. Ich werde dich nicht unter Druck setzen. Ich rate dir nur nach Hause zu gehen. Ich verstehe. Na gut, werter Leser, sollen wir gehen? Wenn ich auf meiner Etage bin, dann lehne ich mich gerne über das Geländer. Ich wiederhole diese Handeln jeden Tag, wie ein Ritual. Und dadurch habe ich auch aufgehört, Höhenangst zu haben.
Vor ein paar Minuten hat die Wirkung der Medizin endlich nachgelassen, also genieße ich jetzt einfach nur die Stille. Wenn ich unter dem Einfluss dieser Drogen bin, dann höre ich schreckliche und unangenehme Melodien in meinem Kopf. Gemischt mit den Geräuschen der Welt um mich herum erzeugen sie eine schreckliche Dissonanz in meinem Kopf. Habe ich vorhin was falsch gemacht? Habe ich irgendwie den Dialog versehentlich geskippt? Aber ich habe nichts gedrückt. Ich drehe mich rum und gehe in mein Apartment. Okay. Hast du die Milch mitgebracht? Sag jetzt bitte nicht, dass wir die Milch an der Bank haben stehen lassen. Hi, Mom. Hast du die Milch mitgebracht? Ja, Mom. Hat deine neue Medizin geholfen? Ja, Mom. Geh ins Bett. Ja, Mom. Du hast deinen Job gut erfüllt. Okay, also das war jetzt nicht so schrecklich, wie ich dachte, wie es werden würde. Also wir haben anscheinend das gute Ende bekommen. Ich meine, ich weiß auch, das vorhin gerade, das hat mich gerade echt irritiert, weil ich dachte, ich hätte was falsch gemacht, aber du hattest ja keine Wahl mehr. Und ich hätte das echt jetzt schlimm gefunden, wenn es jetzt heißt, du hast es doch falsch gemacht, obwohl es die ganze Zeit gut lief. Aber du warst eigentlich schon die ganze Zeit auf der falschen Route und hättest auch nicht mehr rausgekonnt. Dreimal die falsche Nachricht anklicken. What? Aber ich glaube, für gezielt das schlechte Ende raussuchen, dafür habe ich, glaube ich, jetzt, ich glaube, dafür bin ich gerade nicht mutig genug. Not gonna lie. Also das mit dem O war schon, also ich meine, es war ja kein Jumpscare, es war ja auch nicht gruselig, es ist nicht gruselig. Es war schon gruselig, aber halt, ne, ich finde, das ist halt, finde ich, Horror, ne? Du machst dir Sorgen, obwohl eigentlich gar nichts ist. Sonst verstehst du das Spiel nicht. Ich will, dass es noch eine Erklärung geben wird. Also, jetzt machen wir sie fertig, oder wie? So, das heißt, ich gehe ins Geschäft. Halt schon dein Maul und geh endlich. Sollst du mir nicht helfen? Du kommst das Schlechte, wenn du dreimal was Falsches sagst. Also egal wie lange. Also egal wie schnell ich das mache. Macht es einen Unterschied, wann ich verkacke? Also ob es vor dem Geschäft, im Geschäft, dann hier auf der Bank oder wo sie dann fast vors Auto läuft. Okay, das macht schon mal gar keinen Unterschied. Haha, Loser. Bitte beleidige mich nicht. Okay, jetzt gehen wir hier wieder voll ins Zwangsstörungstown. Wenn du verlierst, musst du nochmal einen Run starten. Den musst du aber nicht zu Ende. Hä? Wie? Dann muss ich nochmal einen Run starten. Du bist so dumm. Okay, die Musik klingt schon mal ganz toll. Scheint, als würde Evil Spinny mir gar nicht helfen. Ich werde dann wohl wenigstens mal was anderes probieren. Um.
Warte. Ist unser Name das Medikament? Und sie schreibt dem Medikament eine Persönlichkeit zu? Und praktisch stellt sich praktisch das Medikament praktisch als Helfer, als Stimme im Kopf vor, die halt entweder hilft oder nicht hilft. Du bist das Medikament, du musst dir helfen, den Alltag zu bewältigen. Also, okay, warum muss ich jetzt nochmal einen Run anfangen? Also abgesehen jetzt von dem, also abgesehen davon, dass die Musik halt ein bisschen creepy wird und halt dieser leere Blick von ihr, dann, muss ich den gleichen Namen wie vorhin schreiben? Also weil abgesehen davon, war das jetzt okay, finde ich. Also klar, du fühlst dich unwohl, das ist ja auch gewollt. Aber das Spiel versucht jetzt nicht, dich mit irgendwelchen billigen Tricks zu erschrecken. Also es ist halt mehr wirklich, ja, du sollst dich unwohl fühlen, weil du in der Gedankenwelt einer Person bist, die halt gerade ein Trauma durchgemacht hat und versucht jetzt damit weiterzuleben. Schreib nicht den Namen von dem Kommentar, wo du böse warst. Okay, also Spinny Lee. Ich hoffe, du kannst es besser als Evil Spinny. Ah, okay, also es ist praktisch, jeder Run ist ein anderer Tag, wo sie genau das versucht. Okay. Was hat es eigentlich damit auf sich? Ich sehe gar nicht, hier oben das Fenster heißt PMKM. Wofür steht das? Hat das irgendeine Bedeutung? Das Spiel zeigt die Perspektive einer Person, die psychische Probleme hat. Ja, das war mir schon klar. Also, dass sie anscheinend irgendwas erlebt hat und spätestens, als sie gesagt hat, sie hofft, dass es schmerzlos endet, also spätestens da sollte klar gewesen sein, dass es ihr nicht gut geht. Aber das hier, also das könnte jetzt einmal so, wenn jetzt mit dem Wissen über ihren Vater, es könnte ein Gesicht darstellen, wenn das die Augen sind. Die Person hat, glaube ich, auch Schizophrenie, oder zumindest was vermutet. Ja gut, das Schizophrenie ist aber auch ein sehr komplexes Thema. Das muss man auch dazu sagen. Also da bin ich tatsächlich auch selber raus. Also da könnte ich jetzt nichts Qualifiziertes zu sagen. Es gibt auch noch eine Nachfolge vom Spiel, genau, Milk Outside a Bag of Milk. Aber das ist, glaube ich, was für einen anderen Stream. Du kannst ja jetzt, also Creative kann jetzt aus diesem Stream ja jetzt praktisch errechnen, wie groß mein Therapiebedarf nach einem Spiel wie Omori sein wird. Der Nachfolger ist deutlich länger. Oh, ob das meine Nerven mitmachen, das weiß ich ja nicht. Also zumindest nicht, wenn es viel, viel krasser wird als das hier. Warte. Ja. Ich warte. Du musst sagen, wie schlimm es für dich ist. Also ich meine, jetzt habe ich ja alles gesehen, oder? Jetzt fehlt ja nichts mehr. Also ich meine, es gab ja jetzt auch eigentlich immer eine klare, falsche, eigentlich fast immer eine klare, falsche Antwort. Also halt eben die falsche Antwort war ja immer das, wenn du sie praktisch gedisst hast. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass du irgendwie was sagst, was dir dann irgendwie später praktisch das Genick bricht und dann irgendwas Schlimmes passiert. Weil das ist bei so Games natürlich auch gerne mal ziemlich undurchsichtig. Ich glaube, du hast alles gesehen, aber wir können noch einige Details sehen. Ich meine, gut, ich habe die Lautstärke ein bisschen runtergedreht, aber davon abgesehen würde ich behaupten, na, das ist okay. Das ist mein Problem mit Horrorspielen allgemein, weil das kann so vieles bedeuten.
Ich meine, ich habe zum Beispiel, wenn ich mich an eine Stelle erinnere aus The Turing Test, da gibt's auch ein paar Stellen, die halt creepy sind, aber halt auch bewusst und halt, du sollst dich nicht wohlfühlen an den Stellen, du sollst das Gefühl haben, dass irgendwas gleich passiert, aber es ist halt nicht mit Jumpscares oder so, was ich absolut schrecklich finde immer. Ein gutes Horrorspiel ist eigentlich ja eher das, dass du Angst vor etwas hast, was gar nicht da ist. Und ich meine, so war es ja hier jetzt. Also ich habe jetzt damit gerechnet, dass irgendwas mir gleich ins Gesicht springt. Momori ist, würde ich sagen, 10 bis 20 Mal schlimmer. Das weiß ich nicht. Da weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Bei Momori hatte ja, glaube ich, auch das Problem mit den Fenstern, ne? Dass es irgendwie teilweise irgendwie sich schließt und dann verschiedene Fenster aufmacht. Und ich glaube, das in einem Stream mit OBS, ich glaube, das wird. Ich habe ja auch einberechnet, dass Momori sehr viel länger ist. Dieser One-Shot. Okay, das war One-Shot. Ja, ich krieg das schon inzwischen gar nicht mehr geregelt. Also ich würde nicht die Länge einbeziehen. Daran, wie schlimm sowas ist. Ich meine, da es kann natürlich auch deine Nerven über einen längeren Zeitraum praktisch runterkriegen. Aber mir ging es halt mehr um die Intensität und ob es halt irgendwie halt praktisch. Ich finde Jumpscares auch einfach mega billig. Das ist eigentlich so immer mein größtes Problem an so Sachen. Wenn es halt wirklich so ein bisschen so Uncanny Valley Sachen ausnutzt und einfach Atmosphäre erschafft, dass du dich unwohl fühlst und nicht da sein willst. Das ist halt etwas, was einfach viele nicht mehr machen, finde ich. Aber grundsätzlich schätze ich sowas ja schon. Der schlimmste Moment, was gruselig angeht, ist ungefähr doppelt so viel wie der gruseligste Moment in diesem Spiel. Aber danach kommt noch Traurigkeit dazu. Okay. Ja gut, ich glaube, Omori klang von der Beschreibung, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nicht so, als hätte die Geschichte ein Happy End. Also von daher, ja. Das musst du wohl rausfinden. Ja. Aber definitiv nicht mehr heute. Also ich glaube, der Stream heute wird dann eher kurz. Also für die Wortleute, wir haben vorher noch was anderes gespielt, aber der Stream ist trotzdem jetzt unter 2 Stunden. Ich wüsste jetzt aber nicht, was ich jetzt noch anfangen möchte, was auch von der Zeit her. Also zum Beispiel Stardew Valley, da muss ich immer 4 bis 5 Stunden einplanen. Das ist jetzt heute nicht mehr drin. Das heißt, heute ist der Stream ein bisschen kürzer, aber das ist auch okay, weil ich morgen wahrscheinlich ein bisschen früher aufstehen muss. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.